Vielen Dank, Herr Herrmann, und den Organisationen von der Veranstaltung heute. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es geht um ein ziemlich brisantes Thema. Ich finde fast das brisanteste. Ich nenne es Geheimakte hochwertige Lebensmittel. Ich habe mal nicht gedacht, dass ich einen Spruch von George W. Bush irgendwie noch öffentlich zitieren würde. Aber der Spruch bringt die Sache ziemlich auf den Punkt. Die kleinen Lügen muss man verstecken, die großen nicht, weil sie keiner glaubt. Sie sind so unglaublich. Das Ganze könnte man auch im Rahmen von, Sie sehen, Nipf, Olf hier referieren. Hinter Nippen Olfs steckt die Abkürzung für noch in der Matrix verhaftet oder lebst du schon. Es hat was damit zu tun, wer sich mit Nahrung, wer sich mit Gesundheit befasst. Wenn Sie das einerlei der Rundfunk, ja, Zeitung und TV, Nachrichten, wenn Sie das noch glauben, dann haben Sie ein wirkliches Problem, wenn Sie Gesundheit und Nahrung verstehen wollen, wie sie wirklich funktionieren. Und je mehr Sie aus dieser Matrix, aus dieser tagtäglichen Gehirnwäsche rauskommen, desto mehr wird Ihr Blick geschärft für das, was da wirklich passiert. So, um jetzt mal beim kleinsten Nenner anzufangen, die Qualität unseres Lebens ist die Qualität unserer Zellen. Da sagen die meisten Wissenschaftler, okay, darauf können wir uns einigen. Das heißt, wenn Sie die Qualität Ihres Lebens erhöhen wollen, dann sollten Sie die Qualität Ihrer Zellen verbessern. Und da geht es darum, dass wir aus 70 Billionen Zellen bestehen. Ja, jede Zelle, wissen wir jetzt, ist ein kleines, intelligentes Lebewesen. Und wir bestehen also aus 10.000 mal mehr klein, intelligente Lebewesen, als die Erde Einwohner hat. Und die müssen alle an einem Strick ziehen, dann geht es uns gut. Und wenn die Biochemie oder die Biophysik dieser 70 Billionen kleinen Zellen eben nicht stimmt, dann haben wir ein Problem. Wenn es darum geht, was sollten wir tun, um gesünder zu werden, damit es uns besser geht, welche Nahrungsmittel sind zu empfehlen, fragen Sie 100 Experten, Sie bekommen 100 Meinungen. Wenn Sie das hinterfragen, da studieren so viele Leute Gesundheit, Ernährungswissenschaft, also Ökotrophologie, warum können Sie sich nicht auf eine Sache, auf eine Message einigen? Und dann werden Sie feststellen, dass es eine klare wirtschaftliche Interessenlage gibt, damit der Verbraucher eben nicht zwischen einem hochwertigen und einem minderwertigen Lebensmittel unterscheiden kann. Wirtschaftlich gesehen ist es leider so, je minderwertiger ein Lebensmittel, desto billiger ist deren Einkauf an Rohstoffen und je stärker die Vermarktung eines minderwertigen Lebensmittels, desto höher ist letztendlich die Gewinnmarge. Das heißt, wer ein hochwertiges Lebensmittel aufwendig vermarktet, der wird keine große Gewinnmarge erwarten dürfen. Aber jeder, der ein wirklich minderwertiges Lebensmittel einkauft, für einen Apfel und ein Ei und da eine tolle Story drum packt, der kann auf eine hohe Marge hoffen. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ist ein bisschen traurig, wenn ich sehe, was die Leute vor mir aufs Band legen an der Kasse. Meiner Einschätzung nach, ja, auf wissenschaftlicher Basis, würde ich 98% der Lebensmittel, die Sie im Supermarkt kaufen, als minderwertig einstufen. Ja, das heißt, 98% der Menschen, der 98% der Ressourcen werden für wahrscheinlich minderwertige Lebensmittel ausgegeben. Nutznießer dieses Wissens um hochwertige Lebensmittel sind natürlich die Nahrungskonzerne. Die profitieren davon, dass sie die Rohstoffe billig einkaufen und teuer verkaufen. Das sind die großen wie Nestlé etc. Das sind aber auch die Supermarktketten, sind aber leider auch Ärzte-Heilberufler. Wenn es den Leuten so gut geht, haben die, ich sag mal, ein Beschäftigungsproblem. Krankenkassen natürlich auch, sie profitieren, dass wir Gesundheit als etwas
ja, als so ein hohes Gut ansehen, beziehungsweise die Wiederherstellung der Gesundheit. Wenn das ganz selbstverständlich wäre, wenn wir wüssten, dass das mit Nahrung geht, hätten natürlich auch die Strippenzieher der Krankenkassen ein Problem. Pharmakonzerne ist natürlich das Gleiche. Wenn es den Menschen gut geht, wenn wir alle gesund sind, haben die ein enormes ökonomisches Problem. Apotheken, Werbeagenturen beispielsweise auch. Die Werbeagenturen, das Businessmodell von denen basiert darauf, dass sie um nichts irgendwie eine Story machen. Und wenn, wie gesagt, der Rohstoff, wenn das eigentliche Produkt schon so hochwertig ist, brauchen sie keine Story mehr zu machen. Dann kriegen sie auch keine Marge, dann kriegen sie keine Honorare mehr. Die Medien letztendlich profitieren natürlich von den Anzeigen. Die Landwirte profitieren davon, dass sie nicht wissen, was hochwertig ist, dass sie einfach nur nach Masse abrechnen können, nach Gewicht. Schließlich die Ökotrophologen, das ist ein Studiengang, Experten. Wenn alle sich einig wären, dieser Spezialisten, was sie essen sollten, was sie nicht essen sollten, dann gäbe es noch wahrscheinlich weltweit einen Professor und 99% der Herrschaften wären arbeitslos. Diese wirtschaftlichen Interessenlagen muss man betrachten. Natürlich sind es die Rentenkassen, der Staat, der Herr Riester, als er noch Arbeitsminister war, hat in einer Talkshow kurz vor Mitternacht tatsächlich den Ausspruch zum Besten gegeben: Wir, die Gesellschaft, können kein Interesse daran haben, dass die Menschen alt werden. Das ist nicht bezahlbar. Also auch ein Minister spricht kurz vor Mitternacht mal die Wahrheit. Leider ist es mittlerweile auch so, dass die offizielle politische Zielordnung der Obama-Administration sich auf die Fahnen geschrieben hat: Global Population Control. Und Sie kennen vielleicht den Wissenschaftszar, den Top-Wissenschaftsberater von Obama, John Holdren. John Holdren hat ein umfangreiches Werk zum Besten gegeben, welche Möglichkeiten besteht zur Bevölkerungskontrolle. Da werden so neckliche Sachen vorgeschlagen, dass Frauen, wenn sie schwanger werden, beziehungsweise bevor sie schwanger werden dürfen, eine Lizenz zu bezahlen haben, dass sie schwanger werden dürfen. Es gibt Ideen, dass man Frauen, also Frauen, die potenziell schwanger werden können, dass man ihnen einen Chip implantiert und dieses Chip gibt ein Hormon ab, das die Schwangerschaft verhindert. Und erst dann, wenn die Lizenz gezahlt wird, darf der Chip entfernt werden. Das sind offizielle, nachlesbare Äußerungen von dem Top-Wissenschaftsberater von Obama. Und die Verschleierungsmethoden, mit der man der Bevölkerung nicht sagt, was ein hochwertiges Lebensmittel ist oder nicht, wird von, ich sag mal, Ex-Soldaten, Ex-Generälen mit Kriegspropaganda verglichen. Ja, Kriegspropaganda wurde vor 2500 vor Christi quasi kreiert. The Art of War, die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Und da geht es einfach hinten bis vorne nur um Täuschung. Ja, und so wie der Mensch getäuscht wird, was Gesundheit, was Krankheit, was ein echtes Nahrungsmittel ist, das bezeichnen beispielsweise General Stubblebine als Kriegspropaganda. Das Wissen um hochwertige Lebensmittel ist vielleicht eines der bestgeschütztesten Geheimnisse unserer Zivilisationsgesellschaft. In unserer Internetgesellschaft, jede Wahrheit kommt irgendwann raus, wird irgendwann mal veröffentlicht. Und die einzige Möglichkeit, dass Sie die Wahrheit von den vielen Unwahrheiten nicht erkennen können oder nicht herausselektieren können, ist, dass jede Wahrheit 100-mal quasi mit einer Verfälschung so verschleiert wird, dass Sie es nicht erkennen können. Den Herrn kennen Sie vielleicht, Yoda, der Jedi-Ritter. Wenn es wirklich darum geht, sich mit dem Imperium anzulegen, zu erkennen, was ist wirklich wahr, dann geht es darum, das, was man eigentlich mal gelernt hat, was man in der Schule gelernt hat, was man in der Uni gelernt hat, das zu entlernen. Wenn wir bereit sind, alles das, was wir über Nahrung, leider, das fängt bei Adam und Eva an, das, was wir über Nahrung mal gelernt haben, alles mal zu vergessen und
die ganze Sache logisch aufzubauen, dann ist es der Schritt, der uns zum Ziel führen würde. Beispiele für außergewöhnliche Immungesundheitsstrategien: der Murray Desai, der ehemalige indische Ministerpräsident, der ist 99 geworden, der hat mit 97 ein Interview gegeben, das vor Weisheit und vor Tiefblick mir wirklich ein Schauern über den Rücken gezogen hat. Das heißt, jemand, der alt wird, hat nicht irgendwie senil zu werden, sondern es gibt wirklich diese Weisheit, die mit einem Alter kommt, wenn man sich irgendwie auch intelligent ernährt. Er hatte die Strategie, Eigenurin zu trinken. Er hat aufgehört, mit 97 Eigenurin zu trinken. 2 Jahre später ist er dann gestorben, weil er wollte dann noch nicht mehr. Dieser Herr ist jetzt vor neulich gestorben. Seine Strategie war, eben mit 114, stehe auf beim Essen, solange du hungrig bist. Also esse dich nicht satt. Alle diejenigen, die ein bisschen älter werden als andere, haben außergewöhnliche Gesundheitsstrategien. Dr. Norm Walker, der Frischsaftpapst, hat mit 115 sein letztes Buch geschrieben, ist leider mit 116 Fahrradunfall quasi letztendlich erlegen. Dieser Herr hat sich Zeit seines Lebens mit der gesamten Medical Community regelmäßig angelegt, die ihn immer nur verlacht haben. Er hat alle diejenigen, die ihn verlacht haben, überlebt. Und letztendlich die Jeanne Clement, sie hat mit 116 das Rauchen aufgehört, weil sie Zigarette nicht mehr gesehen hat. Das, was wir über Rauchen hören, ja, ist statistisch, ist wissenschaftlich nicht belegt. Es gibt statistische Untersuchungen, die belegen, 2 Zigaretten am Tag ist möglicherweise gesund. Es gibt aber auch negative Überlebensstrategien. Und der Arzt, der Veterinär, der Joe Wallach, der hatte sich mal, ja, ich sag mal, fast zum Hobby gemacht, weil das Todesalter der US-Ärzte nicht veröffentlicht wird, einfach die Todesanzeigen in den Zeitungen zu studieren. Er hat eine Statistik aufgestellt, dass Ärzte, die uns sagen, was gesund, was gut ist und was ungesund ist, die haben eine mittlere Lebenserwartung von 58 Jahren. Und das Buch, das er da geschrieben hat, ist immerhin, Moment mal, da oben 50 Millionen Mal verkauft. Ja, also das ist irgendwie, wie man im Englischen sagt, waterproofed. Zur Pseudowissenschaft. Ich erzähle vielleicht nur eine kurze Geschichte. Vor 1-2 Jahren bin ich vom Joggen irgendwie nach Hause gekommen, habe leider vor einer verschlossenen Tür gestanden, hatte auch keinen Schlüssel dabei. Und wurde schon langsam dunkel und kalt. Ich habe bei Nachbarn geklingelt, ob sie einen Moment ein warmes Örtchen für mich hätten. Interessanterweise sie, also er und sie, die Nachbarn, sind beides Agrarwissenschaftler. Sie hatte lustigerweise am nächsten Tag 40. Geburtstag. Sie hatte ihre Freunde schon eingeladen, um in diesen 40. Geburtstag reinzufallen. Agrarwissenschaftler, und was für Freunde? Agrarwissenschaftler. Wir haben als schweißnasser Chemiker da im Wohnzimmer etwa, ich sag mal, 20, 25 Agrarwissenschaftler gegenüber gesessen. Ich habe mich als in der Schule schon immer gern entweder mit jemandem angelegt, der einen Kopf größer war oder die in Überzahl war. Ich habe gesagt, 1 zu 25 passt. Ich habe in die Runde einfach mal so gefragt, warum wird heutzutage eigentlich kein Gold mehr auf die Felder ausgebracht? Als Düngstoff. Sie können sich vorstellen, welche Augen mich da beäugt haben. Ja? Die haben erst mal gelacht, ja? Weil ein Agrarwissenschaftler, der rechnet natürlich, wie kann er irgendwie in der dritten Kommastelle irgendwie beim Dünger noch was einsparen. Der Gedanke, dass er Gold auf die Felder gibt, ist sowas von absurd für einen Agrarwissenschaftler. Ich habe dann biochemisch argumentiert, sehen Sie auch gleich, wieso es durchaus Sinn machen würde, aus biochemischen Erwägungen. Und die Herren und Damen, die da gelacht haben, haben irgendwann nicht mehr gelacht, sondern die haben mich attackiert. Ja? Und eine Dame hat mich besonders attackiert, sie hat Gegenattacken bekommen, dann wurde sie irgendwann still. Und so nach 5 Minuten kam sie zu mir, sagen Sie mal, Herr Noack, meine Großmutter, als sie gestorben ist, sie hatte Arthrose und konnte kein einziges Gelenk mehr bewegen. Das einzige Gelenk, das sie bewegen konnte, war der Ringfinger mit dem Goldring. Kann das was damit zu tun haben? Ich habe der Dame gesagt, dass Paracelsus vor 500 Jahren Arthrose mit Gold geheilt hat. So ein Wunder. Mit dem Ringfinger wusste ich auch nicht, ich habe dann gegoogelt. Man liest
Das Phänomen heißt Ringfingeranomalie und tritt regelmäßig auf. Ja? Das heißt, wenn Ärzte etwas nicht verstehen, ist es irgendwie anormal oder es ist bizarr und dann ist gut. Ja? Gut, es hat was mit bioverfügbarem Gold zu tun, komme ich gleich darauf zurück. Das Problem, das ich hier ansprechen wollte, ist, dass die Wissenschaftler nicht mehr miteinander sprechen. Ja? Es würde durchaus Sinn machen, dass ein Agrarwissenschaftler mal mit einem Chemiker spricht, dass ein Agrarwissenschaftler mal mit einem Mediziner spricht. Früher war das mal so, oder das Prinzip, funktioniert er noch? Nee, er will jetzt nicht mehr funktionieren. Dann gehe ich mal hier hin. Also früher, Natur und Mensch sollten durch die Wissenschaft verstanden werden. Alles war mal Alchemie und man hat gesagt, okay, alles irgendwie ein Brei ist auch nicht gut. Man hat die vereinzelten Wissenschaftssysteme, die Chemie, die Physik, die Medizin quasi abgespalten, hat die jeweiligen Wissenschaftler isoliert forschen lassen. Aber als man diesen Analyseschritt begangen hat, dann wusste man, man muss natürlich diejenigen, die da in ihrem Bereich was entdecken, die muss man dann wieder zusammensetzen. Und die Puzzlesteine, die die jeweiligen Wissenschaftler rausbekommen, die müssen zusammensetzbar sein. Das, was am Ende rauskommt, muss ähnlich sein mit dem, wie es vorne aussieht. Die Wissenschaftler haben aber leider vergessen, was anfangs nicht besprochen war, die sprechen einfach nicht mehr miteinander. Und so bilden sich quasi völlig isolierte Wahrheiten, völlig isolierte Theorien, die nicht mehr aufeinander abgestimmt werden. Abraham Maslow, der Urvater der Verhaltenspsychologie, hat mal diese Spezialisten mit einem kurzen Satz definiert und er sagt auf Englisch: He who is good with a hammer thinks everything is a nail. Der, der gut mit dem Hammer ist, glaubt, alles ist ein Nagel. Das meint er nicht böse. Die sind davon überzeugt, die wollen, wenn sie gut mit dem Hammer sind, die wollen, dass alles ein Nagel ist. Die können ja mit dem Nagel gut umgehen. Mit dem Hammer. Das hat leider für Sie einen sehr unangenehmen Umkehrschluss, weil wenn ich versuchen wollte, Ihnen die Biochemie, die Biophysik in der Nahrung zu erklären, wir sind von der Schule, Moment mal, Biochemie, Biophysik, das ist gar nicht mein Ding. Sie können mit dem Hammer Biochemie, Biophysik nicht umgehen. Sie wurden in der Schule mehr oder weniger davon verleitet. Und weil Sie denken, dass Sie damit nicht umgehen können, überlassen Sie das Feld der Spezialisten. Ja? Sie wurden in der Schule dazu quasi gebracht zu glauben, mit Verlaub, ich bin zu dumm, ich kann das gar nicht verstehen, ich muss einen Spezialisten fragen, ich muss einen Ernährungswissenschaftler fragen, ich muss einen Mediziner fragen, ich muss einen Spezialisten fragen. Nur blöderweise, die Spezialisten, die aufhören oder die gar nicht angefangen haben, ihre Wahrheiten untereinander abzugleichen, das sind gar keine wirklichen Wissenschaftler. Das sind Spezialisten im Sinne von Abraham Maslow, es sind letztendlich Schüler. Weil sie selbst haben das mit jedem, womit sie sich beschäftigen, gar nicht begriffen. Sonst hätten sie den Mut, der Wahrheit ins Auge zu schauen und die jeweiligen Felder gegenseitig abzugleichen. Und das Dumme daran, sie haben in der Schule Chemie nicht von einem wirklichen Wissenschaftler, nicht von einem Meister seines Fachs beigebracht bekommen sollen, sondern sie haben in der Schule Chemie von einem Schüler beigebracht bekommen, der es selbst gar nicht verstanden hat. Und wenn Sie jetzt sagen, Chemie, das ist so fern von mir, das ist gar nicht mein Ding, dann hat es möglicherweise oder sehr wahrscheinlich was damit zu tun, dass Sie überhaupt keine Chance hatten, Chemie in der Schule zu lernen. Ich kann mich erinnern, ich war immer nur schlecht in der Schule. Irgendwann habe ich angefangen, was zu verstehen. Und dann habe ich den Chemielehrer regelmäßig korrigiert. Ja, dann, wenn ich irgendwie dann die Hand gehoben hatte, also da war noch ein Freund von mir, wir haben quasi um das beste Chemieabitur gerungen. Dann haben wir beide irgendwie die Hand gehoben und dann der Chemielehrer: Welchen Fauxpas habe ich denn jetzt schon wieder begangen? Und mein Freund hat dann gesagt: Das heißt nicht Fauxpas, das heißt Fauxpas. Gut, das Dumme daran, dass Sie Chemie nicht richtig beigebracht bekommen, von einem, der es nicht versteht, dass Sie jetzt auch noch Chemie mit irreführenden Begriffen beigebracht bekommen haben. Beispielsweise, ich habe hier
ein Schraubenzieher dabei. Sie sehen das alles. Ja? Wenn ich Ihnen sage, mit diesem Schraubenzieher kann man zweidimensionale Matrizes an Wände anbringen, ja? Dann hört sich das hochwissenschaftlich an. Versuchen Sie es mal im Nachbar zu erklären. Mit dem Schraubenzieher her. Und genau das hat man im Chemieunterricht gemacht. Beispielsweise das Element Lithium. Ja? Können Sie sich vorstellen, was das Element Lithium in Ihrem Körper macht? Das ist so fern von jeglicher Anwendung, dass man denkt, Lithium, das will ich eigentlich im Körper haben. Lithium ist das, wenn man Lithium mit dem richtigen Namen benennen würde, würde man sagen, Lithium ist das Glückselement, weil Lithium zuständig dafür ist, dass Sie Glückshormone im Körper bilden können, im Gehirn. Ohne Lithium keine Glückshormone. Ja? Und wenn Sie das hören, dann sagen Sie, ich möchte eigentlich Lithium haben. Oder ein anderes Element. Wer von Ihnen möchte Strontium im Körper haben? Strontium, Sie lachen. Ja? Strontium ist das Knochenstabilitätselement. Wenn Sie nicht genügend Strontium im Körper haben, haben Sie keine Chance, stabile Knochen zu haben. Calcium lagert sich nur im Verhältnis 2000 zu 1 zu Strontium in Knochen ein. Ohne Strontium keine stabilen Knochen und Calcium. Ja? Das heißt, man könnte Chemie so einfach machen, wenn man nur die richtigen Begriffe wählen würde. Aber das hat man zufälligerweise versäumt. Dann gibt es noch die unzulässigen Verallgemeinerungen. Ja, das ist dieser mittlere Punkt. Wer von Ihnen möchte Schwermetall im Körper? Genau, da ist einer, das weiß. Ja, Schwermetall hört sich so an, ich möchte es eigentlich gar nicht haben, aber ohne Schwermetalle, das was als Schwermetall bezeichnet wird, wenn Sie nicht eine Millisekunde lebensfähig. Und um die Sache richtig zu verwirren, können Sie bei Wikipedia nachschauen, für das Wort Schwermetall gibt es 35 verschiedene Definitionen. Können Sie sich vorstellen, dass jemand, der irgendwie weiß, da gibt es 35 verschiedene Definitionen, wenn er diese Definition, das Wort benutzt, dass der andere auch nur eine Chance hat, zu wissen, was der andere meint. Hier wird also Sprache benutzt, die auf Missverständnisse drauf ausgelegt ist. Und dann, und das ist das Schlimmste, wir arbeiten in der Schule mit einer falschen Landkarte. Wir haben in der Schule beigebracht bekommen, Sie sind eine Art biochemische Roboter, den sich auf eine nicht nachvollziehbare Art und Weise Leben angehaucht hat. Keiner versteht, dieser Schulchemiker, dieser Schulmediziner, wie Leben überhaupt entstehen kann. Und wir haben irgendwie vergessen, die Frage, dass die irgendwie wichtig ist. Ja, und wir werden sehen, wenn wir uns wirklich damit befassen, dass die Atome, Moleküle, die die Basis der Lebendigkeit unserer Zellen ausmacht, bereits lebendig sind, bereits eine elementare Intelligenz, bereits ein elementares Bewusstsein haben. Und das wissen die Chemiker, die so ein bisschen weiterdenken. Aber leider wird es ihnen in der Schule nicht beigebracht. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie einfach allein intuitiv erfassen, bei der Chemie geht es nicht um tote, blöde Materie, sondern um elementares Bewusstsein, um elementare Intelligenz. Glauben Sie, Sie hätten mehr Lust auf Chemie? Glauben Sie, Sie hätten mehr Chancen, die Dinge, die da passieren, intuitiv zu erfassen? Also man kann Chemie, kann ich Ihnen wirklich sagen, so spannend gestalten, dass die Leute hingehen und sagen, ich will es erfahren. Weil wer Chemie, die elementare Chemie in unserem Körper erfährt, der hat Lust drauf. Und er kann mit dem, was er dann auch weiß, wirklich was anfangen. So, und es ist leider so, Sie erfahren von jemandem, der es nicht verstanden hat, Chemie mit unzulässigen Begriffen, unzulässigen Verallgemeinungen, mit einer falschen Landkarte. Kein Wunder, dass Sie am Ende nur ein Pseudobild von sich selbst und von den Prozessen, die in Ihrem Körper und Ihrem Gehirn stattfinden, haben. Und mit diesem Pseudowissen investieren Sie jetzt Ihr Geld in Ernährungsprodukte, die eigentlich wahrscheinlich eher auf die Deponie gehören. Und Sie wundern sich da nicht, dass sich immer mehr Ihr Bewusstsein einschränkt. Wenn wir verstehen, dass die Moleküle, Elemente bereits Eigenbewusstsein besitzen, dann ist es auch klar, dass Ihr Bewusstseinsstand etwas damit zu tun hat, wie hochwertig die Nahrung ist, die Sie sich einverleiben. Das ist leider ein Teufelskreislauf und wer erstmal anfängt, minderwertige Nahrung regelmäßig zu sich zu nehmen, und wir wissen, diejenigen, die regelmäßig, bei Ratten weiß man es beispielsweise, in der dritten Generation, wenn sie Fastfood bekommen, sind sie bereits unfruchtbar.
Ja, und man kann sich vorstellen, dass ihr Gehirn sehr viel früher abnimmt. Und die falsche Landkarte der Chemie wird mit einer sehr merkwürdigen Landkarte der Ökotrophologie nochmal überschattet. Ich habe mal versucht, die Stoffe, die die Ökotrophologen, also diejenigen, die sich als Ernährungswissenschaftler bezeichnen, die Landkarte, die sie herausgeben, dieser große Kreis sind die Stoffe, die nicht essentiell sind, aber die müsste ich, die große Fläche, 20 mal größer machen, dann hätte man im Vergleich zu diesem kleinen Punkt so das Verhältnis essentiell, also nicht essentiell, essentiell. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stoff in unserer Nahrung von Ökotrophologen als essentiell, also besonders wichtig angesehen wird, ist 1 zu 100.000. Und bei dieser Aussage muss man sich überlegen, die müssen ja richtig viel Chemie, die müssen ja richtig dick in der Biochemie sein. Aber wer den Studiengang der Ökotrophologen betrachtet, dann sieht man, dass sie nur 2 bis 3 Semester Chemie haben. Ich hatte mein Unternehmen mit einem Ökotrophologie-Professor gegründet und als ich mich mit ihm mal so ein bisschen eingehend unterhalten habe, habe ich irgendwie mich schon sehr gewundert. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er auf dem Stand war, bei dem ich im Chemieleistungskurs war. Und das sind die Herrschaften, die entscheiden, welche Stoffe in ihrer Nahrung wichtig und unwichtig sind. Und die Stoffe, die in ihrer Nahrung unwichtig sind, die werden leider verboten. Oder die Politiker haben gedacht, das ist gut, um sie zu schützen, dass ich die verbiete. Sie bestehen aus 70 Elementen, 70 bis 80 Elementen. Die Ökotrophologen tun von diesen 70, 80 Elementen, also das, was nicht synthetisierbar ist, was quasi im Sternenstaub enthalten ist, was ein Stern hergestellt hat. Von diesen 70, 80 Elementen bezeichnen die Ökotrophologen nur 15 als essentiell. Und nur die als essentiell bezeichneten Elemente dürfen offiziell noch gedüngt oder supplementiert werden. Das heißt, von ihrer natürlichen Elementbalance werden sukzessive 80% abgereichert. Ihre elementare Basis hat sich seit etwa 100 Jahren jetzt kontinuierlich verändert, weil seit 100 Jahren Kunstdünger auf die Felder gebracht wird. Und dieser Kunstdünger verändert uns. Und wer versteht, dass Mineralien, dass diese Elemente etwas mit unserem Bewusstsein, etwas mit unserer Immunkraft, etwas mit unserer Lebensqualität zu tun hat, der braucht sich nicht zu wundern, wenn man über einen größeren Verlauf eigentlich mal Menschen beobachtet. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal bei einer Heilpraktikerin so eine Darmspülung gemacht und wir sind so ins Gespräch gekommen und sie sagt, sie beobachtet jetzt die Menschen seit 30 Jahren und in den letzten 10 Jahren, sagt sie, ist da wirklich ein Sprung zu verzeichnen aus ihrer Sicht, dass die Menschen viel stärker und viel schneller degenerieren. Gut, wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Okay. Gut, ich versuche es jetzt mal ein bisschen schneller zu machen. Also diese Schwarz-Weiß-Landkarte, wer ein bisschen nachdenkt, der weiß, es kann nicht sein. Ja? Wie sieht die Realität aus? Und vieles in der Realität ist einfach mal pyramidal. Wer genauer hinschaut, der weiß, dass jede Pyramide auf einer Fundamentpyramide basiert. Natürliche Systeme, wer sie versucht zu durchschauen, sind immer doppelt pyramidal. Und es gibt eine steuernde Pyramide. Wir verstehen, dass die Biomoleküle in unserem Körper einerseits eine Steuerfunktion haben. Sie können andere Moleküle steuern. Und wir sehen, dass die Biomoleküle in unserem Organismus eine aufbauende Struktur haben. Sie bauen andere Moleküle auf. Und sie schützen beispielsweise das Gesamtsystem, weil sie beispielsweise als Armee gegen Eindringlinge vorgehen. Und leider ist es so, dass die Spitzen der Pyramiden oftmals im Dunkeln bleiben. Die sind geheim, weil darauf kommt es wirklich an. Die Standardwissenschaft betrachtet nur diesen mittleren Bereich, die steuernde Spitze und die aufbauende Spitze der Biomolekülpyramide und damit auch der Ernährungssubstanzen wird ja generalstabsmäßig ausgeklammert. Geht da jetzt wieder? Nee. Jetzt ist es so, dass wenn wir verstehen, dass die Moleküle, die Biomoleküle in unserem Körper doppelt pyramidal aufgebaut sind,
Und dass es besonders auf die Spitzen ankommt, die wissenschaftlich, ich sag mal, standardwissenschaftlich ausgeklammert werden, der versteht auch, dass unsere Nahrungsmoleküle, die Moleküle, die unsere Nahrung sind, auch so eine doppelpyramidale Struktur haben. Und in den Ernährungswissenschaften befasst man sich nur mit diesem Bereich. Die obere Spitze und die untere Spitze der Pyramide lässt man außen vor. Und wenn man die außen vor lässt, kann man nicht unterscheiden zwischen einem hochwertigen und einem minderwertigen Nahrungsmittel. Und ich befasse mich jetzt, ich sag mal, eigentlich seit meiner Jugend mit Ernährung. Bin ein bisschen leidtragend. Mein Vater hatte sich mal im Kopf gesetzt, ich sag mal, ein Weltklasse-Sportler zu werden. Er hatte die besten Voraussetzungen. Er war in allen möglichen Wurfdisziplinen deutscher Jugendmeister. Er wurde dann auch deutscher Meister im Diskuswerfen. Und irgendwann haben ihm mal, das war kurz nach dem Krieg, die Amerikaner ihm gesagt, Günther, eat butter. Ja. Und also mein Vater hat irgendwie dem entnommen, dass Butter seine Schnellkraft der Muskulatur verbessert, was auch der Fall ist. Ja. Also Fett bringt einfach in der Muskulatur Kraft. Aber wer viel Fett isst, und mein Vater hat irgendwie zum Frühstück ein halbes Pfund Butter gegessen, der nimmt eine ganze Reihe von immunstimulierenden Substanzen nicht zu sich. Und ich glaube, mit 1955 wurde er deutscher Meister, 1956 sollte er zur Olympiade nach Melbourne, da ist er krank geworden, 11 Jahre später ist er gestorben, im Alter von 41. Und Sie können sich vorstellen, mit so einem Hintergrund, da will man es wirklich wissen. Und mir wurde es irgendwie in die Wiege gelegt. Gut, also wer die Spitze der Pyramiden versteht, der versteht dann auch, was ein wirklich hochwertiges Lebensmittel ist. Ich will jetzt nicht zu tief biochemisch einsteigen, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Ich will es aber so ein bisschen anreißen. Die wichtigsten Zellen, damit wir gesund bleiben, sind unsere Immunzellen. Unsere Immunzellen, das sind so Zellen, die sich im Körper überall hin bewegen können. Und ein Arzt, aus meiner Sicht ein Meister, ein wissenschaftlicher Meister, Deepak Chopra, hat die Immunzellen mit einem einzigen Satz mal definiert. Und dieser Satz ist aus meiner Sicht sehr, sehr merkenswert. Er sagt, das Immunsystem ist das perfekte Team aus Ärzten, Chemikern, Biologen, Pharmazeuten, das, wenn es über ein perfekt eingerichtetes Biochemielabor verfügt, den richtigen Wirkstoff synthetisiert zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosis, mit minimalem Energieaufwand und minimaler Abfallmenge, weil immer wenn man was macht, gibt es auch Nebenstoffe, und diesen Wirkstoff eben zeitgenau, ortsgenau und dosisgenau appliziert. Und das ist eine hochinteressante Definition, denn mit dieser Definition kann ich aufhören, diese ganzen kleinen Studien zu betrachten, weil Sie kennen den Ausspruch von Winston Churchill, ich glaube nur die Statistik, die ich selbst gefälscht habe. In dem Moment, wenn man einfach das Immunsystem als intelligentes Zellsystem betrachtet, das intelligent agiert, kann man wirklich das gesamte Wissen in der Chemie seit Hunderten von Jahren zusammennehmen und sagen, was ist eine intelligente, effektive Synthese? Welche Stoffe brauche ich in einem solchen intelligenten Biochemielabor? Und dann kommt man einfach zu Ergebnissen, die die Spitzen der Pyramiden beleuchten. Und die wichtigsten Stoffe in so einem Biochemielabor sind Enzyme, vielleicht schon mal gehört. Ja, ein Enzym ist so eine riesengroße, ich sag mal, Proteinwolke. Besteht größtenteils aus Honk. Honk, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Ja, diese Honkwolke ist hier mit diesen lila Röhrchen skizziert. Und ein Enzym kann bis zu 100.000 Atomen groß sein. Interessanterweise, typischerweise, ist es ein einziges Atom im Zentrum dieses Enzyms. Und das ist dieses katalytisch aktive Metallatom. Und das steuert das Enzym. An diesem katalytisch aktiven Metallatom passiert die gesamte Chemie. Ein Enzym kann pro Sekunde bis zu 200.000 Moleküle erzeugen oder knacken.
Und es hängt an diesem einen Molekül, an diesem einen Atom, an diesem einen katalytischen Atom. Und ein Enzym kann über Monate agieren. Ein Vitamin, was viele Leute denken, das ist irgendwie besonders wichtig, das ist, so, ich sag mal, so ein Einmal- oder ein Wegwerfwerkzeug. Ja, das benutzt man einmal und dann ist es weg. Ein Vitamin hilft, ist ein Coenzym, es hilft normalerweise dem Enzym, aber nur ein einziges Mal. Und das Enzym mit seinem katalytisch aktiven Atom in seinem Zentrum agiert über Monate. Sie können sich also vorstellen, wenn jemand sagt, da sind aber nur Spuren enthalten. Entschuldigung, ein Atom steuert Hunderttausende und das über Monate. Können Sie sich vorstellen, dass dieses Atom wichtig ist? Und wer das versteht, der versteht auch, diese katalytisch aktiven Metallatome müssen wohl die wichtigsten Stoffe in unserem Körper sein. Und das ist jetzt so die chemischste aller Diagramme, die ich Ihnen zeige. Das ist die Vulkankurve der katalytisch aktiven Metalle. Das ist Chemie-Vordiplom. Hier ist die katalytische Aktivität, und katalytische Aktivität ist immer auch gleich enzymatische Aktivität der Metalle aufgetragen. Ganz unten Quecksilber, ganz oben die Edelmetalle mit Palladium und Platin. Und wir sehen zwischen Quecksilber und Platin da oben ist ein Aktivitätsunterschied von 1 Milliarde. Aber Schwermetall ist Platin und Quecksilber. Das heißt, man wirft in diesen Verallgemeinerungen die Guten und die Schlechten immer in einen Topf. Und so, dass möglichst keiner etwas versteht. Und ganz wichtig ist jetzt zu erkennen, dass die katalytische Aktivität mit der Gitterenergie eines Metalls korreliert. Das heißt, Quecksilber hat die geringste Gitterenergie, ist das einzige Metall, das bei Raumtemperatur flüssig ist, und hat auch die geringste katalytische enzymatische Aktivität. Platin ganz oben ist ein sehr hartes Metall mit einem sehr festen Gitterverband und hat die höchste katalytische Aktivität. Das heißt, je stärker, je härter ein Gitter, desto höher die katalytische Aktivität. Das Negative oder das Tragische daran, dass die Stoffe, die eine sehr hohe Gitterenergie haben, auch extrem schwerlöslich sind. Man kriegt sie also nicht in Lösung. Man kann sie statistisch auch nicht beobachten, weil man eigentlich nie die echte Bioverfügbarkeit kennt. Und die Ökotrophologen haben jetzt eins gemacht, weil sie die Spitze der Vulkankurve experimentell nicht richtig messen können, haben sie sie quasi völlig verworfen. Sie haben einfach definiert, die sind unwichtig. Können Sie sich vorstellen, ein Biochemiker versteht, hier sind die wichtigsten enzymatisch-katalytischen Stoffe in unserem Körper. Und die Ökotrophologen, die Ernährungswissenschaftler sagen, die sind unwichtig, weil wir sie nicht messen können. Und Sie werden nachher sehen, gucken, wie weit wir heute kommen, dass sehr viele Krankheiten, beispielsweise, oder wir verstehen einerseits, dass über unsere Düngung die Stoffe, die offiziell nicht wichtig sind, natürlich immer weiter verschwinden, über die Kunstdüngung. Dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn diese Stoffe in unserem Körper eben verschwinden. Wenn wir verstehen, dass diese Stoffe an der Spitze der Vulkankurve eine extrem hohe Immunstimulanz haben, ja, dann verstehen wir auch, dass diese Stoffe beispielsweise bei extremen Krankheiten gegeben werden. Wissen Sie beispielsweise Platin an der Spitze der Vulkankurve, bei welcher Krankheit Platin gegeben wird? Krebs. Platin ist das Standardmedikament für Krebs. Wir wissen aber auch, alles, was bei hoher Dosis therapeutisch wirkt, muss bei geringer Dosis prophylaktisch wirken. Trotzdem, weil man weiß, Krebs wirkt therapeutisch, also Entschuldigung, Platin wirkt therapeutisch, trotzdem wird prophylaktisch nicht gegeben. Oder wird verboten, prophylaktisch zu geben. Und es wird interessanterweise auch nur in Europa, insbesondere in Deutschland, verboten, prophylaktisch zu geben. Alle Edelmetalle an der Spitze der Vulkankurve sind in Deutschland in der Supplementierung verboten. Alle diese Stoffe sind in den USA in der Supplementierung erlaubt. Und Platin, das können Sie sich vorstellen, wenn es dann als Pharmazeutikum gegeben wird, ist es natürlich wahrscheinlich ein Faktor millionenmal teurer, als wenn es normal in der Nahrung enthalten wäre. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter. Eins sollten Sie vielleicht noch zu den Enzymen wissen. Wie kommt man einfach dazu, diese Enzymbausteine einfach als unwichtig einzustufen? Und es ist leider so, dass Enzyme extrem schwierig zu analysieren sind.
Wir haben heute etwa 5% aller Enzyme analysiert. Damit kennen wir ungefähr wissenschaftlich, nach wissenschaftlichen Aspekten, 5% aller katalytisch aktiven enzymatischen Metalle. Aber obwohl wir nur 5% kennen und obwohl wir auch nur wissen, dass wir 5% können, sind 95% verboten. Zu unserem elementaren Problem. Früher gab es mal Wald. Wo es Wald gab, gab es auch Humusboden. Wir verstehen den Baum als hochspezialisiertes Naturwerkzeug, um diese katalytisch aktiven Metalle, die extrem schwerlöslich sind, bioverfügbar aufzuschließen. Das heißt, in Zusammenarbeit mit Mikroorganismen und sehr viel Wasser werden die ganz verdünnt angelöst und über Kapillarwurzeln in die Baummatrix gesaugt. Über den Verdunstungseffekt werden sie in der Baummatrix angereichert. Und über diesen Verdunstungseffekt bringt man jetzt Folgendes, dass die Löslichkeitsgrenze überschritten wird. Das heißt, das gelöste Metall fällt aus und baut sich quasi wie eine Perle innerhalb einer Muschel in einer Zelle eben auf. Wir haben eben viele, viele kleine Zellen und in diesen vielen, vielen kleinen Zellen, pflanzlichen Zellen, sind ganz kleine Perlchen, Edelmetallperlchen oder Mikros vorhanden. Und diese werden dann über das Blattwerk in extrem bioverfügbarer Art und Weise dem Boden zugeführt. Und dieser Humusboden ist jetzt quasi Nährstoff oder Ressource für unsere Lebensmittelpflanzen. Das heißt, naturgemäß sind und waren unsere Lebensmittel extrem reich an diesen bioverfügbaren katalytisch aktiven Metallen. Aber nach dem Verschwinden der Humusschicht und rechts oben dieser typische Acker, der nichts mehr von Humusschicht gesehen hat, wo dreimal im Jahr das gleiche angepflanzt wird, der mit diesem darunterliegenden blauen Korn, also Blaukorn oder NPK-Dünger, N für Stickstoff, P für Phosphor, K für Kalium, damit wird er gedüngt. Also maßgeblich von diesen 70, 80 natürlichen Elementen enthält er nur noch 3. Da sind vielleicht noch 5 oder 10 Spurenelemente zugesetzt, aber das war's. Und damit überhaupt noch was wächst, gibt es die Sortenoptimierung. Das heißt, man benutzt biotechnologische Methoden, dass die Agrarmenge, dass die Gewichtsmenge der Landwirtschaft optimiert wird, aber dass dann natürlich die ursprünglichen katalytisch aktiven Elemente, wie sie in einer Humusschichtpflanze quasi enthalten sind, drin sind, ist nahezu ausgeschlossen. Und wenn man da noch irgendwelche Mineralien drinnen hätte, dann gibt es jetzt noch die lebensmitteltechnologischen Prozesse, die dann ein raffiniertes Produkt, ein vollkommen mineralstofffreies Produkt erzeugen. Und ich nenne das Bermuda-Pentagon der Camps. Und dieses Bermuda-Pentagon der Camps ist für uns tragisch. Wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Bitte? Eine Minute? Also ich könnte Ihnen das ist das Periodensystem der Elemente. Ja? Alle grün markierten Elemente sind offiziell als essentiell eingestuft. Für alle rot markierten Elemente, die stehen quasi auf der Beobachtungsliste, aber sie sind quasi als nicht essentiell eingestuft und damit verboten. Also, und alle weiß markierten Elemente, darüber weiß man nichts, ist aber auch verboten. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal ein Beispiel, was da für Stielblüten getrieben werden. Hier sehen Sie Selen, das ist mittlerweile grün geworden. Selen war Anfang der 60er Jahre nach Laborergebnis schon ganz klar als essentiell anzustufen. Lobbyisten, wer auch immer, haben es 30 Jahre lang verhindert, es auf die Essentiellliste zu bringen, obwohl die Laborergebnisse da waren. Sie müssen sich vorstellen, heute wird jeder Immunschwächekranke, jeder Krebskranke, der kriegt Selen. Weil es 1960, weil es quasi bis Ende der 80er Jahre verboten war, leideten quasi 99,9% aller Deutschen unter massiven Selenmangel. Bei Prostatakrebs bekommt natürlich Selen und es erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit des Prostatakrebspatienten um 20%. Wenn wir mal allgemein hochrechnen, bei normalen Krebstypen, ja, würde Selen die Überlebenswahrscheinlichkeit nur um 10% erhöhen.
30 Jahre lang mal 10% mal 400.000 Krebstote in Deutschland. Allein in Deutschland hat das Verbot von Selen, das nicht nachvollziehbare Verbot von Selen, wahrscheinlich 1 Million Todesopfer gekostet. Und jetzt wird nicht nur ein Element, sondern jetzt werden 80 Elemente aus unserer Nahrung verbannt. Und die gesamte Spitze der katalytisch-enzymatisch aktiven Elemente. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Ich könnte über jedes rote Molekül, jedes rote markierte Element hier eine lange Geschichte erzählen. Schaffe ich jetzt heute nicht, dafür sind wir morgen noch da. Aber Sie können so ein bisschen blicken, was es bedeutet, dass 80% der Elemente aus Ihrem Körper quasi per Gesetz verbannt werden. Damit bin ich dann... Also das gesamte Seminar, das dauert normalerweise einen ganzen Tag. Und das Problem ist, dass jemand, der konventionell über Ernährung, der konventionell über Medizin und Gesundheit denkt, der braucht diese Einleitung, um überhaupt mental dahin zu kommen, was da möglicherweise los ist. Es geht einfach viel, viel tiefer. Ja? Diese 2%, Sie müssen wirklich verstehen, wo die Nahrung herkommt. Und Sie müssen verstehen, dass die Nahrung naturgemäß mineralisiert sein muss. Da müssen die 70, 80 natürlichen Elemente in der natürlichen Balance drin sein. Ja, ich hatte Ihnen eben dieses Beispiel Lithium kurz genannt. Das ist, Lithium ist da oben ganz links, das Rote. Sehen Sie, unsere Böden sind extrem lithiumarm. Ja, Lithium ist verantwortlich dafür, dass wir Glückshormone im Körper bilden können. Es gibt Studien in Amerika, die belegen, je geringer die Lithiummenge im Trinkwasser, desto höher ist die Kriminalitätsrate. Aber in Amerika wird 10% Lithium in der Supplementierung erlaubt. Wir kriegen nur, also 10 Milligramm Lithium, wir kriegen mit der normalen Nahrung nur 1 Milligramm Lithium ab. Und 10 Milligramm Lithium 4 Wochen lang ist nachweisbar, dass die Anwender 3% mehr graue Gehirnzellen haben. Ja, also das Gehirn entwickelt sich jetzt auf einmal wieder. Und wenn Sie verstehen, Lithium ist für unsere Glückshormone verantwortlich, dann verstehen Sie natürlich auch, wer das größte Lithiumproblem, die Depressiven. Ja, die haben die wenigsten Glückshormone. Was glauben Sie, was die Depressiven, also manisch-depressive, für ein Medikament bekommen? Lithium. Und nicht die 10 Milligramm wie in Amerika empfohlen, sondern 900 Milligramm. Ja, und so geht das, diese Geschichte könnte ich fast für jedes Element, das da rot markiert ist, erzählen. Ja, und wenn Sie das verstehen, dann sehen Sie, es kommt nicht nur auf Lithium an, es kommt nicht nur auf Strontium an, es kommt nicht nur auf Platin an und. Es kommt auf die ganze natürliche Balance an. Und der Wissenschaftler, der heute auftritt und sagt, das brauchen wir nicht, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das geschieht zu Ihren Kosten und mit dem letzten Chart. Man hat seit 1910 oder 1915 bringt man Kunstdünger auf die Felder. Ja? Und es ist natürlich, dass die konventionelle Landwirtschaft einfach nur noch Kunstdüngerware bekommt. Und es ist auch klar, dass in der Tierhaltung quasi nur noch künstlich mineralisierte Nahrung produziert wird. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass die EU-Bioklassifikation jetzt so herabgestuft wurde, dass die Ware mit Grünabfällen der konventionellen Landwirtschaft gedüngt wird. Das heißt, diejenigen, die bis eben aufgeatmet haben und gesagt, ich ernähre mich ja Bio, die wissen leider nicht, dass das mittlerweile einfach mit Grünabfällen gedüngt wird. Und das ist natürlich eine indirekte Kunstdüngung. Und die einzige Pflanze, wirklich die einzige Pflanze, die einfach von dieser schleichenden NPK-Seuche verschont ist, das sind die Bäume und der Wald. Und intelligente Nahrungsprodukte macht man aus Bäumen. Das sind die einzigen, die noch ursprünglich mineralisiert sind. Hat was noch damit zu tun, dass Bäume die Lebensmittel, die Pflanzen mit der höchsten Immunabwehr sind, weil sie am längsten leben.
Und wer sich mineralische Produkte auf Baumbasis betrachtet, ja, das sind und weiß, der Baum hat in dem Anbau eines Lebensmittels eine Rolle. Da muss man sagen, das ist ein ganz gutes Nahrungsmittel. Leider muss ich hier enttäuschen, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist wahrscheinlich 98% nur optimistisch gesagt. Gut, für diejenigen, die mehr wissen wollen, die unter anderem wissen wollen, dass hochwertige Lebensmittel wirklich etwas mit dem Kern unseres Lebens zu tun haben, dass sie unser Denken steuern, sie steuern unsere Emotionen, sie steuern unseren Körper, sie steuern unseren IQ. Ich werde Ihnen zeigen, dass Gold beispielsweise den IQ anhebt, per Studie. Ja, steuert natürlich unser Immunsystem, steuert unser Bewusstsein und wenn es unser Immunsystem steuert, dann steuert es natürlich unsere Gesundheit und Gesundheit-Krankheitsbalance. Das heißt, wer Nahrung versteht, der fängt wirklich an, seinen Körper zu verstehen. Und ich möchte Sie eigentlich einladen, zum Seminar zu kommen, weil es macht Spaß, seinen Körper zu verstehen und sich da weiterzuentwickeln. Herzlichen Dank.